Das Wort Nachhaltigkeit hat längst Eingang in unseren alltäglichen Wortschatz gefunden. Doch was bedeutet es eigentlich und wo macht es sich in unserem Leben bemerkbar? Nachhaltigkeit bedeutet, nur in dem Maß Ressourcen aus der Natur zu entnehmen, indem sie sich auch wieder regenerieren können, die Natur also nicht auszubeuten. Konkret merken wir das in unserer Ernährung. Wir sollten also auf Lebensmittel verzichten, die unter großem Aufwand und Verbrauch von CO2 und Wasser hergestellt werden müssen. Auch bei unserer Mobilität sollten wir uns nachhaltig verhalten. Fahrradfahren oder die Nutzung von Öffentlichen senkt unseren CO2-Verbrauch erheblich im Vergleich zur Nutzung des Autos. Beim Kauf von Konsumgütern spielt Nachhaltigkeit auch eine große Rolle. Das bedeutet für dich, überlegt und wenig zu kaufen. So stellst du sicher, dass nicht mehr Ressourcen aufgewendet werden müssen, als sich auch natürlich regenerieren können. Wenn du dir allerdings etwas Neues anschaffen willst, solltest du auch in Betracht ziehen, dich auf Online-Portalen für Gebrauchtwaren umzusehen. In puncto Heizen und Stromverbrauch ist es wichtig, auf grüne Energie umzusteigen. Die Regeneration von fossilen Brennstoffen wie Erdöl würde nämlich tausende von Jahren dauern, vom CO2-Ausstoß bei deren Verbrennung einmal ganz abgesehen. Auch mit deinen Finanzen solltest du nachhaltig umgehen. Wenn du über deine Verhältnisse lebst, merkst du schnell am Eigenen Körper, das ressourcenintensives Leben, Reserven aufzehrt. Für mehr Videos rund um das Thema Nachhaltigkeit einfach ein Abo dalassen.